Urmila. Urmila ist der Name einer Schwester von Sita. Urmila war die Frau von Lakshmana. Vielleicht kennst du schon einiges über Yoga, hast auch schon einiges von indischer Mythologie gehört. Vermutlich würdest du sonst jetzt nicht dieses Video anschauen und wunderst dich jetzt vielleicht, habe ich schon mal von Urmila gehört? Hat mir dort jemand von erzählt? Ja, tatsächlich spielt Urmila in der Ramayana nicht die ganz große Rolle. Immer Sita und Rama stehen so im Vordergrund. Kann man auch überlegen, denn letztlich es wird so gesagt, ja, Rama und Sita, die sind ins Exil gegangen und Sita ist geraubt worden und so weiter. Drama und Leiden. Aber wer denkt an Urmila? Sie war die Gattin von Lakshmana. Lakshmana hat den Königshof verlassen, um Rama und Sita zu dienen. Und seine eigene Frau, Urmila, die ist in Ayodhya geblieben. Sie musste die 13 Jahre allein bleiben, ohne ihren geliebten Mann. Ja, so steht Urmila auch dafür, dass man manchmal auch im Hintergrund steht. Manchmal ist das große Drama offensichtlich, aber so viele andere sind auch dran beteiligt, an der guten Sache. So viele andere können auch leiden, um sich für die gute Sache zu engagieren. So viele Menschen sind auch im Hintergrund und nehmen einiges in Kauf. So wie Lakshmana und Urmila, auch die beiden große Helden der Ramayana. Und Urmila besonders eben auch für diese Geduld und Ausdauer und Verbundenheit mit Lakshmana. Und da sie wusste, dass Lakshmana Gott dient, war sie bereit, diese Entbehrungen auf sich zu nehmen. So gilt auch Urmila als ideale Partnerschaft, wenn man lässt dem anderen spirituell wachsen und hilft ihm dabei. Mehr Informationen über Urmila und über Lakshmana, über Ramayana und alle Gestalten der indischen Mythologie auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de. Dort gibt es ein Suchfeld und da kannst du jeden Begriff aus der indischen Mythologie eingeben und findest höchstwahrscheinlich einige Informationen dazu.